Als wir mit dem ersten Konzept unseren Energieversorger konfrontiert haben, hätten wir eine zusätzliche Energiezuleitung nach Mürren bauen. Und zwar aus Wilderswil, also über eine Distanz von 20 km. Und das hat so unvernünftig getönt, dass wir sagen mussten, jetzt müssen wir mit unserem Steuerungsbauer, mit Frey, schauen, wie wir das umgehen können, dass wir plus minus im heutigen Rahmen von den alten Anlagen den Stromverbrauch und vor allem auch die Belastungsspitzen reduzieren können. Und so sind wir nachher auf das Energiemanagementsystem gekommen, das jetzt bereits installiert und teilweise in den neuen Bahnen in Betrieb ist. Am Schildhorn-Projekt hat es mehrere Faktoren gegeben, die das Ganze beeinflusst haben, wieso man da ein übergeordnetes Energiemanagement hat. Ein grosser Vorteil ist eben die Energieeffizienz. Sprich, wenn wir mit der Kabine talwärts fahren, können wir die Energie rekuperieren und die nächste Fahrt wieder brauchen. Und durch das sind wir viel effizienter. Aktuell wird bei der Luftseilbahn Stechelberg-Mürren rund 20-25% der gesamten benötigten Energie wird eingespart dank dem Energiespeichersystem. Was natürlich uns besonders stolz macht, ist, dass wir noch auch im Nachhaltigkeitsbereich mit ganz neuen Systemen aufwarten können. Und dort für uns natürlich einen direkten Nutzen haben auf der Energieseite, aber letztlich eben auch können wir etwas zur Nachhaltigkeit beitragen. Beim Energiespeichersystem S4 sind Hochleistungsbatterien eingesetzt. Im Gegensatz zum Batterie von einem Elektroauto können wir die Hochleistungsbatterien viel schneller laden und entladen. Das brauchen wir bei unserer Anwendung, dass wir einen möglichst grossen Teil der anfallenden Bremsenergie zwischenspeichern können. Im Fall, dass die Bahn eine Störung hat, können wir ab Batteriespeicher zurück in die Station fahren. Früher hat man für derartige Lösungen eigentlich immer einen Dieselgenerator eingesetzt. Sehr interessant ist ein Setting-System, wenn man zum Beispiel eine Seilbahn komplett neu baut. Dann kann man die ganze Stromversorgung entsprechend schon kleiner realisieren und man kann häufig auch hat man die Möglichkeit, erneuerbare Energien mit zu berücksichtigen, wenn man zum Beispiel auf dem Stationsdach eine grosse PV-Anlage hat.